Sperma schlucken. Liebesbeweis oder No-Go? Ich ruf mal kurz bei unserem Notar an. Sehr selten haben Frauen auch eine Spermaallergie. Hätte ich einen Penis, aus dem Sperma rauskommen würde, ich würde es auf alle Fälle probieren. Für meinen Freund ist es jetzt auch nicht so notwendig. Ob das der Freund auch so sieht? Komm, Lukas, jetzt zeig mal, was du spermamäßig hier so rausgepresst hast. Und dann wird einfach abgespritzt, ja? Also, Lukas, jetzt sag doch mal zum Thema Sperma. Ja. Hast du welches? Auf jeden Fall. Und wie ist das so? Flockig, bröcklig? Sehr gesund, weil ich mich ja sehr gesund ernähre. Und viel unanierst? Geht so. Immer wenn ich Stress habe, nicht so viel. Und im Moment habe ich Stress seit 2 Jahren. Eieiei. Ja, nur so 2-3 Mal die Woche, würde ich sagen. Sperma schlucken. Mhm. Machst du gern? Ich selber nicht so. Ich habe ja mal probiert, wie das schmeckt. Bei mir selber, weil man will ja auch gucken, was man da anbietet. Und wie fandest du es so? Es ist so ein bisschen, als ob du ein Chlorbecken tauchst und mal kurz die Keeper auflässt und mal ein bisschen was nimmst. Wenn es nur so wäre, dann wäre alles gut. Die Frage, die sich uns hier stellt, ist ja, schlucken oder nicht? Und ich sage, schluck ruhig. Erzähl weiter. Ich sage, es ist für mich ein totaler Liebesbeweis, Oralsex bis zum Ende zu bringen. Und ich finde, das gehört dazu. Du hast dich hier gerade in die Herzen von ganz, ganz vielen Männern gesprochen. Aber ich sage, wenn die Frau keinen Bock drauf hat, dann ist das kein Liebesbeweis. Dann soll sie es einfach nicht machen. Fertig. Logisch. Was anderes habe ich auch nicht gesagt. Ich sage nur, es ist vernünftig, Lust darauf zu haben. Wir haben uns auf der Straße umgehört und ich bin gespannt, wer die Punkte nach Hause holt. Und ich glaube, ich zeige mal unauffällig mit dem Finger darauf. Hi, entschuldige. Hallo. Ist Spermaschlucken eine angenehme Sache, vor allem für die Frau oder nicht? Bestehst du drauf? Das ist dir egal? Ja, finde das schon ganz gut, wenn die Frau das macht. Aber er besteht natürlich nicht drauf. Nur wenn es der Frau gefällt. Also ich bestehe da nicht drauf, aber ich finde es irgendwie sehr erotisch irgendwie so. Es ist schon so eine Art Dominanz, die man auch damit irgendwie beweist. Und, aber ich würde es nicht verlangen, wenn die Partnerin das nicht will, dann zwing ich sie nicht dazu. Ja, er findet es gut. Also der Punkt geht ganz klar an mich. Da gibt es auch keine Diskussion, oder? Wir müssen die unparteiische Regie fragen. Ich rufe mal kurz bei unserem Notar an. Die Videoauswertung hat ergeben, dass das mein Punkt ist. Das geht ja noch weiter. Ja gut, aber das ist schon mal mein Punkt. Ich finde aber auch, dass es irgendwie dazu gehört. Also ich habe es selber noch nie probiert, deswegen kann ich es auch nicht beurteilen. Aber nein. Aber jeder Mann fasst doch dahin und probiert das. Nee. Also hätte ich einen Penis, aus dem Sperma rauskommen würde, ich würde es auf alle Fälle probieren, oder? Du kleine Naschkatze natürlich. Ich mache eine Umfrage zum Thema, ich sag's wie es ist, Sperma schlucken. Okay. Hast du es schon mal gemacht? Es ist ihr versehentlich schon mal in den Mund geraten und dann hat sie es aus Versehen schreckhaft runtergeschluckt. Nee, ehrlich gesagt finde ich das auch ein bisschen eklig. Ja, ich glaube für mich wäre das einfach nichts, das runterzuschlucken und für meinen Freund ist es jetzt auch nicht so notwendig. Ob das der Freund auch so sieht? Stell dir vor, du hast Schokoladenpudding, aber nicht mit demselben Geschmack, sondern eher so Suppenpudding. Kalter Suppenpudding, wo aber ein bisschen das Salz fehlt, weil du es für einen Nierenkranken kochst. Und dann hast du es 3 Tage zu lang draußen stehen gelassen. So ungefähr. Oh. Ich sag dir. Du machst es ja, machst wirklich, du kochst hier so einen üblen Brei für die ganze Männerwelt. Ja, ich mache ja so richtig Appetit. Du verdirbst es einfach allen mit deinen Rezepten. Könntest du unterschiedliche Sexpartner am Sperma erkennen? Natürlich. Schade, dass wenn das nicht ergibt. Ja. Meinst du so eine Seilwette? Oh, wir schalten jetzt raus. Zu unserer Live. Wie heißen die großen Wetten nochmal? Die Saalwetten. Die Saalwetten. Wenn du mit einer Frau zusammen bist, also im Bett, Sex, soll sie dein Sperma schlucken oder nicht? Ist ganz normal, dass die Männer es immer wollen. Sehr selten haben Frauen auch eine Spermaallergie. Das ist dann nicht gerade schön, wenn sie dann keine Luft mehr bekommt und daran sogar sterben könnte. So, ihr Frauen da draußen, ihr hört Spermaallergie, dann seid ihr raus aus dem Schneider. Vor allem habe ich noch nie gehört, dass eine Frau an übermäßigem Samenkonsum gestorben ist. Nein. Bitte google das doch mal, ob es das wirklich gibt. Ich meine, wenn du gegen Sperma allergisch wärst, dann wärst du gegen ganz viele. Die sehr seltene Spermaallergie ist eine selbst unter Ärzten noch relativ unbekannte Form der Allergie. Die unbehandelt lebensbedrohlich werden kann. Der hatte recht. Sperma schlucken. Liebesbeweis oder No-Go? Auf jeden Fall Liebesbeweis. Auf jeden Fall. Absolut.
Absolut. Ich bin sowieso so ein Mensch, ich baue eine wahnsinnig innige Beziehung auch zu dem Penis auf. Ja, also ich hatte auch schon so der, also ein Kerl, der hatte sogar Probleme damit. Penis lieber, der, ja, der so, immer bist du auf meinen Penis fixiert, also, er ist so schön, einfach, der ist einfach so schön. Ja. Ich sehe schon, wir werden sehr, sehr viele Zuschriften kriegen. Es gibt eigentlich kein schöneres Kompliment, was du einem Mann machen kannst. Das ist ein sehr, sehr schöner Penis. Also da geht jeder Mann mit einem Lächeln zur Arbeit. Das ist der ganze Tag gerettet. Kannst auch einfach mal in der U-Bahn zu Leuten gehen. Das ist ein sehr, sehr schöner Penis. Das sehe ich einfach. Komplimente lernen mit Lukas. Schön. Doch, das ist ja tatsächlich. Jetzt immer. Mensch, das ist so ein schöner Penis. Also ja, auf jeden Fall. Das ist auch absolut natürlich. Das ist außerdem gesund. Meistens, kommt drauf an, was er gegessen hat, ja, aber ja. Meistens, mir schmeckt das auch einfach. Ja? Tatsächlich? Ja. Auf jeden das, Fall. Das habe ich also selten gehört. Ich mache es ganz gerne, also ich blase auch ganz gerne und schluck auch gerne sein Sperma, also definitiv. Hast du lieber geschluckt beim schönen Penis? Ja, na klar. Wenn so eine richtig hässliche, krumme Gurke ist, dann denkt man sich auch. Nicht in meine Nähe. Ja. Ich hatte schon mal Mikropenis. Ja, Ringfinger. Das ja. Tut mir sehr leid immer für diese Männer. Wow. Und weißt du, es muss überhaupt nicht so ein Monster sein, aber der Umfang, den finde ich schon ganz gut. So, in die Richtung hier? Mindestens. Wirklich? Ja? Lieber beide. Okay. Nein, also das würde mir zum Beispiel reichen von der Länge her. Wirklich? Ja. Aber wenn, Nugget. Wenn das den Umfang hat, die Länge, naja gut, machen wir so. Ja, okay, wusste ich okay. Doch. Aber, da wird sich nochmal nachgenommen. Ja, aber wenn es dann so einen Umfang hat, ist es doch mega. Ja, also, warte mal, ja. Also ich kann... Das ist so wie bei mir, ja. Bei mir, ich komme mit den Fingern nicht ganz rum, aber... Es hat mich schon sehr interessiert, wie das so aus beruflicher Sicht ist, dieser Spermakontakt. Und darum habe ich die Pornodarstellerin Lulu Gunn gefragt, Sperma schlucken oder spucken? Hallo, ich bin die Lulu Gunn. Ja, ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Ich habe hier was ganz Cooles. Sperma schlucken oder spucken? Ich bin eine ganz klare Spuckerin. Das ist sogar etwas, was ich bei meinem Freund auch nicht mache. Ich bin auch so eine, die ganz genau nachfragt. So wie, ja, was wird gedreht, was wollt ihr denn haben? Ich frage auch nach dem Cumshot. Ich versuche dann schon abzulenken auf was anderes. Ich frage dann nicht doch, ob nicht doch die Pussy irgendwie schöner wäre oder auf den Titten oder einfach nur so in den Mund und damit rumzuspielen, ja. Ansonsten war bisher immer... Für mich Sperma eklig. Und das sagt eine Pornodarstellerin, sorry. Mich überrascht das sehr, weil ich dachte so, dass du beim Porno dann wirklich eine professionelle Samenschluckerin irgendwann wirst. Und dann auch vielleicht so ein bisschen abstumpfst. Wobei dann wiederum, wenn du ständig Fremdsperma hast, ist das vielleicht auch... Entwickelt sich ein Ekel, wie, Ekel, ja. Wie wenn du im Burgerladen arbeitest und keine Burger mehr isst. Gibt es hinter den Kulissen von einem Pornodreh viel Sex? Wenn mal ein Break ist oder ein Cut ist in der Szene und der Schwanz muss einfach hochgehalten werden, dann ist es natürlich so, dass oft auch die Darstellerin, mit der man dreht, auch weiter einfach den Schwanz bläst, mal eben so 2-3 Minuten, ja, bis dann einfach der Produzent wiederkommt und sagt, okay, go, 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 Kameras und alle laufen, ja, und dann wird einfach weitergemacht oder halt abgespritzt, ja. Also es kann alles ganz schnell gehen. Obwohl, komm her, der hat große Schamlippen. Das könnte auch einfach meine Muschi sein. Ich habe auch große Schamlippen. Schon mal einen Orgasmus während der Arbeit gehabt oder vorgetäuscht? Aber ich täusche fast alle meine Orgasmen vor in meinen Filmen. Sorry. Es wird ständig sonst normalerweise Freeze, Cut, Break, stehen bleiben, warte mal kurz. Oder dann schreit die Darsteller wieder, Gel oder Wasser, ich hab Durst, trockenen Mund, ich kann nicht blasen. Also das ist, ja, also es ist schwer mit Orgasmen. Ich glaube, ständig einen richtigen, echten Orgasmus zu bekommen und dass auch noch so die Produzenten das haben wollen. Immer diese, oh, oh, extrem laute. Sorry, das geht bei mir nicht. Können Sie privaten Sex überhaupt noch genießen? Ja, auf jeden Fall. Weil privaten Sex habe ich nur mit meinem Mann, mit meinem Partner, der zwar auch Darsteller ist, ja, Jason Steele. Aber wir haben sogar auch noch sehr oft Sex. Ja?
Ja, wir haben sehr oft sogar auch noch privaten Sex. Also wir haben auch viele Drehs gemeinsam. Das kommt ja auch vor, Shows oder Drehs zusammen. Und da ist der Kopf dann auch wieder ein bisschen anders. Und ja, doch, privater Sex ist auch nochmal ganz anders als ein Dreh. Und das kriegen Jason und ich sehr gut hin. Und ich lasse mich immer fallen und genieße es. Er darf alles mit mir anstellen. Hört euch das mal an. Wie soll ich das mit meinen Pornonägeln da rauskriegen? Könnt ihr mir das mal sagen? Schaust du selbst Pornos? Seitdem ich Pornos drehe, nicht mehr. Je mehr du machst, guckst du diese Dinge dann nicht mehr aus Geilheit, sondern du kontrollierst. Oh nee, guck mal, hätten die nicht da mal ein bisschen meine Schamlippe bearbeiten können oder so? Oh, meine Haare, oh, hätte man das Make-up auffrischen müssen. Warum ist da Schatten, ja? Warum fühlen die gerade dahin, da ist Schatten? Also so sitzen wir dann da und schauen unsere Pornos an. Okay, jetzt steht's... 10.000 zu 4 für mich. Also wenn wir der einen... Wie steht's denn eigentlich? Okay, komm, Lukas, jetzt zeig mal, was du spermamäßig hier so rausgepresst hast. Viel. I have been crazy. But that's just hey, moin, ich bin Lukas. Hi, Raphael. Hi. Was machst du hier? Chillen. Bis eben noch. Jetzt bist du da. Jetzt bin ich da. Sperma schlucken. Findest du, das ist ein Liebesbeweis oder eher ein No-Go? Er sagt, ja, Sperma schlucken findet er gut. Das ist ein großer Liebesbeweis und er möchte gerne, dass alle Frauen das machen. Ich glaube, dann müssten wir jetzt den Ton bei ihm ausmachen und du müsstest das über seine Stimme sprechen. Sperma schlucken ist gut. Das ist ein großer Liebesbeweis und ich möchte gerne, dass alle Frauen das machen. Wenn es jetzt beziehungsentscheidend ist, dann würde ich sagen, dann ist es wahrscheinlich ein Liebesbeweis, wenn sie es dann tut, obwohl sie es nicht unbedingt machen möchte. Aber es kann ja auch sein, dass die Frau draufsteht. Okay. Paula, da ist eher einer auf deiner Seite. Ich sehe es trotzdem anders. Tja, Lukas, so ist es manchmal im Leben, ne? Mal gewinnt man, mal verliert man. Ich bin ganz, ganz schlechter Verlierer. Besonders bei Leuten, die nicht verlieren können, wie bei dir. Sperma schlucken. Ist das für dich ein Liebesbeweis oder ein No-Go? Naschkatze, ja oder nein? Nein, keine Naschkatze. Also wenn ich ehrlich bin, für mich No-Go. Magst du nicht? Bin ich der Fan von. No-Go ist es auf jeden Fall nicht. Mhm. Ein Liebesbeweis würde ich jetzt auch eher was anderes drunter verstehen. Sprichst du das vorher ab mit der Frau, wie ihr das handhabt, ob du dann im Mund kommst oder nicht? Nö, also ich meine, ich überlasse das ihr, sag ich mal. Aber gut, wenn die das nicht weiß, wie willst du es ihr überlassen? Überrascht das man ja dann schon, wenn ich komme. Ja? Ja. Mach das mal. Ist jetzt nicht still und heimlich. Ist das eher ein lautes Geräusch? So? Darum, wenn die Leute fragen, soll ich mich beim Sex filmen, wie mache ich das, dann sage ich immer, lass es. Du wirst, wenn du es echt machst, wenn du wirklich einen Sex hast, wirst du aussehen wie ein Vollidiot. Ja, wirklich? Auch mit dem Gesicht? So ungefähr. Okay. Richtige Sexgesichter sind, das ist nicht attraktiv, das ist halt befreite Lust. Und die kann aber auch attraktiv sein. Total, aber nur wenn man drin steckt. Oder stimmt. Dran steckt. Findest du Schlucken, also Spermaschlucken, ist ein Liebesbeweis oder No-Go? Ich finde halt, das muss auch wieder jede Frau für sich entscheiden. Ich persönlich mach's nicht. Ich möchte auch nicht, dass ein Mann was bei mir macht, was ihm eigentlich nicht gefällt. Das ist irgendwie, das fühlt sich für mich dann auch nicht gut an. Finde ich super. Ey, das ist genau meine Meinung. Paula, hast du gehört, ne? Das kannst du mal aufschreiben, das drucken wir in schwarz. Okay, man kann es so oder so sagen, die Runde ist ja sowieso gewonnen durch mich, ganz logisch. Ich glaube, wir müssen noch mal in die Regie fragen, wer hat denn jetzt eigentlich gewonnen? Was? Wo ist mein verdammter Vokal? Ich finde es eine Unverschämtheit, irgendwas stimmt in dieser Erzählung nicht. Und außerdem, du argumentierst so schwammig und unfair. Hier ist mein verdammter Pokal. Ja. Guck mal, da kann ich meine ganze Wohnung mit vollstellen, so gut bin ich. Ja, ganz toll. Na, ihr zwei Freunde, hallo. Ah, die verstehen sich nicht, ne? Ich verstehe mich auch nicht mit dir. Du kannst nur nicht verlieren.